Es gibt hier noch einen Unterpunkt, den ich erwähnen wollte. Und zwar die Auswirkung des Reins seitens der Dschinn. Wir haben die Menschen, und jetzt haben wir gehört, dass von den Menschen, abgesehen davon, ob sie Muslime sind oder nicht Muslime, der Ein ausgehen kann. Und der Ein und der Hasad ist nicht eine Sache, die sich jetzt nur auf Kuffar beschränkt. Auch jemand, der Muslim ist, vielleicht sogar jemand, der praktizierend ist und der Wissen hat, von ihm kann auch der Ein oder der Hasad ausgehen. Und ebenfalls von den Dschinn. Es ist also möglich, dass der Mensch auch den Ein abbekommt von den Dschinn. Allah erhaben ist er, sagt er im Koran, إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Das ist in Surah Al-A'raf, Vers Nummer 27, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wahrlich er, also Iblis, wahrlich er sieht euch, er und sein Stamm, von wo ihr sie nicht seht. Wir haben ja die Satane zu Schutzherren für diejenigen gemacht, die nicht glauben. Aus diesem Vers entnimmt man zwei Sachen. Die erste Sache, die Shayatin, die Dschinn, können die Menschen sehen. Zweitens, die Menschen dagegen können die Dschinn nicht sehen. Und wenn sie die Menschen sehen können, wenn sie uns sehen können, kann es auch zum Ein kommen. In einem Hadith heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Sitru ma bayna a'yuni al-jinni wa 'awrati bani Adam idha dakhala ahadukum al-khala'a ay yaqul Bismillah. In diesem Hadith heißt es, der Schutz vor den Augen der Menschen oder auch von vor den Augen der Dschinn, der Schutz vor den Augen der Dschinn und den Blößen der Kinder Adams ist es, wenn einer von euch die Toilette betritt, dass er sagt Bismillah. Dass wenn man zum Beispiel ins Bad eintritt, dass man Bismillah sagt.